Google zeigt in vielen Ländern das Gekritzel von Stefania Marassinianu Erforschung der Radioaktivität. Das heutige Doodle ehrt den 140. Geburtstag von Stefania Marassinianu und zollt ihrem Vermächtnis Tribut. Marassinianu schloss 1910 ihr Studium der Physik und Chemie ab und begann ihre Karriere als Lehrerin an der Zentralschule für Mädchen in Bukarest. Marassinianu erhielt ein Stipendium des rumänischen Wissenschaftsministeriums und entschied sich für eine weiterführende Forschung am Radiuminstitute in Paris. Marassinianu begann mit der Arbeit an ihrer Doktorarbeit über Polonium, ein Element, das von Marie Curie entdeckt wurde. Während ihrer Forschungen zur Halbwertszeit von Polonium bemerkte Marassinianu, dass die Halbwertszeit von der Art des Metalls abhängig zu sein schien, auf dem es platziert wurde. Dies brachte sie dazu, sich zu fragen, ob die Alpha-Strahlen des Poloniums hatten einige Atome des Metalls in radioaktive Isotope umgewandelt. Ihre Forschung führte zum wahrscheinlich ersten Beispiel künstlicher Radioaktivität. Marassinianu schrieb sich an der Sorbonne-Universität in Paris ein, um ihren PhD in Physik abzuschließen, den sie in nur 2 Jahren erwarb. Nach 4-jähriger Tätigkeit an der Astronomischen Observatorium in Meudon kehrte sie nach Rumänien zurück und gründete das erste Labor ihres Heimatlandes zum Studium der Radioaktivität. Marassinianu widmete ihre Zeit der Erforschung von künstlichem Regen, wozu auch eine Reise nach Algerien gehörte, um ihre Ergebnisse zu testen. Sie untersuchte auch den Zusammenhang zwischen Erdbeben und Niederschlag. Marassinianus Arbeit wurde 1936 von der Akademie der Wissenschaften Rumäniens anerkannt, wo sie zur Forschungsdirektorin gewählt wurde, aber sie erhielt nie weltweite Anerkennung für die Entdeckung. Das Curie-Museum in Paris enthält das ursprüngliche chemische Labor im Radiuminstitut, in dem Marassinianu arbeitete. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben.